Hallöchen Leute, willkommen wieder zurück zu Twilight Princess HD. Und obwohl wir im letzten Part Prinzessin Zelda getroffen haben und somit erfahren haben, was hier eigentlich los ist und uns mitten wieder in unsere Welt zurückgebracht hat, ist Link weiterhin ein Wolf. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass Link zurückverwandelt wird? Ganz so leicht ist das leider nicht. Und Midna, die jetzt immer noch da ist, die ist jetzt wirklich nur noch mal unser Schatten mehr oder weniger. Die möchte, dass wir uns ein Schwert und ein Schild beschaffen. Was auch immer wir als Wolf damit anfangen sollen. Oder will sie etwa damit kämpfen? Ich weiß es nicht genau. Wir werden es einfach rausfinden. Das heißt, wir müssen eigentlich, trotz alledem, obwohl wir jetzt ein Wolf sind, ins Dorf zurück. Weil dort, ihr seht schon, dort ist diese finstere Wand, wo wir schon einmal reingezogen worden sind ins Schattenreich. Und das können wir im Moment dann nur noch mehr, wenn uns Midna dabei hilft, dass wir da wieder rein können. Und im Moment müssen wir sowieso ins Dorf zurück, also geht's gar nicht anders. So, ein bisschen schneller bitte. Warte, wo kommt der denn hier? Das war einer von den Typen, die uns da angegriffen hatten bei der Quelle. Oh Gott, sind die echt bis ins Dorf vorgedrungen? Das wäre aber ganz, ganz schlimm. Das wäre richtig schlimm. Okay, da sind noch zwei von diesen Typen. Und zack! So. Atz! So. Bei dem muss man auch aufpassen, dass wir die keine runterhauen. Weil ich glaube, als Wolf kann man ja... Da kann ich keine Items einsetzen. Das rote Elixier könnte ich als Wolf ja gar nicht trinken. Das geht ja nicht. So, kann ich irgendwas ausgraben? Tatsächlich. Immer da, wo es hier so funkelt, kann man wühlen. Und wenn man Glück hat, findet man manchmal sogar ein bisschen Geld. Aber nicht immer. So, hier. Das sieht man alles nur als Wolf. Na, hier, ein Rubin. Wohl bitte, was soll ich als Wolf jetzt eigentlich mit Geld? Im Moment kann ich damit gar nichts anfangen, aber das... Hebe ich mir ja, wie gesagt, für später auf. So, hier haben wir auch nochmal was zum Buddeln. Ja, da war wieder nichts drin. So, gut, also hoffentlich waren die jetzt nicht in unserem Haus drin. Aber die scheinen nur hier unten gewesen zu sein. Warte! Diesen Fieslingen hast du ja ganz schön saures gegeben, bravo! Diese Typen haben den ganzen Wald verwüstet und das Dorf auch. Sogar die Kinder aus dem Dorf haben sie entführt. Aber du bist einer von den Guten, das merkt man direkt. Schließlich riechst du genauso wie die Bäume von Ordon. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, sprich am besten mit den Tieren im Dorf, ja? Keine Sorge, wir Tiere verstehen uns untereinander, du bist also nicht allein. Ja, voll geil, erstmal mit einem Eichhörnchen geredet. Das ist wenigstens ein kleiner Vorteil, wenn wir ein Wolf sind, wir können mit den Tieren sprechen. Und die scheinen echt zu merken, dass wir zu den Guten gehören. Ich meine, wir haben halt diese ganz besondere Aura, die wir wohl auch als Wolf ausstrahlen. Oh nein, was für ein Elend. Ach Kinder, wo seid ihr nur? Vergebt eurem Vater diesem törichten Tage nichts. Ja, natürlich machen die sich jetzt alle Sorgen wegen den Kindern. Wir wissen ja selber gar nicht, wo die hingebracht worden sind und ob sie noch am Leben sind. Aber so negativ dürfen wir gar nicht denken, die sind sicher noch am Leben, ganz bestimmt sogar. So, wir müssen jetzt natürlich nur aufpassen, ein wilder Wolf im Dorf sorgt natürlich für viel Aufsehen. Deswegen sollten wir uns möglichst nicht erwischen lassen, weil sonst werden die gleich ganz panisch. Ist das da vorne nicht der Bürgermeister? Doch, natürlich. Ich glaube, das müssen wir sogar belauschen, das Gespräch. Ach, du meinst den Schild? Psst, du bist viel zu laut. Ich komme, dieses Ding zu holen, du weißt schon. Okay, aber da muss ich noch ein bisschen näher. Kann man wirklich lauschen?
Ja, das ist immer noch zu leise. Noch näher ran. Ganz vorsichtig. Dieser Schild ist doch noch bei dir zu Hause, oder? Ja klar, der muss irgendwo in der oberen Abstellkammer sein. Na dann, geh und bring ihn her. Mo ist ja verletzt, also werde ich mich auf die Suche nach den Kindern machen. Ja, aber Mo haben sie erwischt, obwohl er ein Schwert hatte. Ohne Waffe hast du doch keine Chance. Keine Sorge, das Schwert, das wir der königlichen Familie als Geschenk überbringen wollten, ist noch in Mo's Haus. Na gut, wenn du sagst, Boro, also gut, ich hole jetzt den... Ein Momo-Monster, nichts wie weg! Na, wenn das mal nicht interessant ist. Hehehe, hast du eine Bande von Schwachköpfen. Also? Welchen Weg sollen wir nehmen? Naja, möglichst einen, wie wir da reinkommen. Ja, voll der süße Hund, mit dem kann ich jetzt auch reden. Spazieren gehen bei Nacht ist echt der Wahnsinn. Vielleicht kann ich ja heute wieder was Tolles finden. Löcher graben und Schätze finden ist für mich das Allergrößte. Mit dem X-Gespür muss man nur gründlich genug suchen und dann mit Y graben. Da findet man immer was. Ja, natürlich. Da hast du sowas von recht. Aber auch nur, wenn es wirklich im Boden funkelt, so wie hier. Gut, wir wissen also schon mal, wo Schwert und Schild sind. Aber wir wissen noch nicht so recht, wie wir da rankommen. Ah, 5er, sehr gut, jetzt haben wir schon mal über 200 Rubine. Wenn ich dann irgendwann mal wieder ein Mensch bin und mir was kaufen will, dann habe ich schon mal das nötige Kleingeld. So, hier im Kübelsbeet können wir auch ein bisschen graben hier. So, naja, es ist immer nur so. Meistens nur ein einzelner Rubin, ein grüner oder ganz selten mal ein blauer. Ah, bringt jetzt eh nichts. So, wir müssen irgendwie in dieses Haus rein. Allerdings natürlich logischerweise nicht durch die Tür, sondern von oben. Ich kann mich noch erinnern, wenn mich der Typ da oben sieht, der kann, soweit ich mich erinnere, auch den Falken rufen, der mich dann angreift. Also da muss ich echt aufpassen. Ein Monster! Wollt ihr etwa schon wieder unser Dorf überfallen? Gib uns unsere Tochter zurück! Hier, nimm das! Oh, na super, ich habe gerade davon gesprochen. Und schon hat er den Falken tatsächlich gerufen. Alter, dass der den auch rufen kann. Also Link ist halt nicht der Einzige, der das kann. So, das ist natürlich jetzt ein Problem. Er hat uns also automatisch schon gesehen, als wir über die Brücke gekommen sind. Das kann man, glaube ich, gar nicht verhindern. Ja, das ist echt ein bisschen blöd. Hier ist noch eine Katze? Sag mal, bist du etwa von den Falken angegriffen worden? Entschuldige, der Mann, der den Falken gerufen hat, das ist das Herrchen von meinem Frauchen. Vielleicht kannst du dich von hinten anschleichen, um ihn zu erschrecken. Ja, das müssen wir, glaube ich, sogar machen. Und zwar von hier. Also gut, von hier kletterst du am besten aufs Dach und überrascht den Alten. Von oben auf die Welt herabsehen, der wird sich noch wundern, was er davon hat. Ganz genau, dem zeigen wir es. Was war das denn? Ich kann sogar heulen? Ja, natürlich kann ich, das ist Wolf in meinem Welt. Ist ja logisch. Aber ich muss, wenn, dann erstmal darüber. Und jetzt kann ich hier rein. So, wir sind tatsächlich drin. Wo ist jetzt der Schild? Der war... Ah ja, da hinten, an der Wand, da ist er ja. Da ist ja der Schild. Was war das denn? Diese blöden Kürbisse. Hä, wieso geht denn das nicht? Ich glaube, ich stehe zu nah am Tisch. Ich muss hier ein bisschen weiter hinten stehen, dass das klappt. Hups. So, und jetzt hier einfach gegen die Wand. Du erhältst den Ordensschild. Drücke ZL, um ihn zu verwenden. Er verbrennt, wenn du mit Feuer in Kontakt kommst.
sieht irgendwie billig aus. Also gut, und jetzt das Schwert. Das findest du doch bestimmt schnell, oder? Ja, aber das ist immer noch in Moes Haus. Wie sollen wir da bitte reinkommen? Wenn der auch da drin ist, wird das echt ein Problem. Was war das für ein Geräusch? Sind etwa die Kinder zurückgekommen? Ich sehe mich mal draußen um. Geh du lieber rein ins Haus. Das Schwert für den Hof von Hyrule liegt auf dem Sofa. Wenn der Bürgermeister es holen kommt, gib es ihm. Aber Mo, du bist doch verletzt. Okay, er ist glücklicherweise gerade draußen. Wir müssen jetzt aufpassen, der patrouilliert da vorne jetzt den Weg. Man kann ihn eh schon sehen. Das heißt... der ist aber wirklich regelrecht am Humpeln, der Arme. Der tut mir ja richtig leid. So, wir müssen hier außen rum, weil sonst bemerkt er uns ja. So, mit dem Huhn kann ich, glaube ich, auch quatschen. Nanu, ein Wolf in einer Vollmondnacht, wie romantisch. Was verbirgt sich hinter dieser Erscheinung? Jemand, der zurzeit nicht im Dorf ist? Da kommt man schon ins Grübeln, oder? Du gefällst mir. Deine Augen verraten ein scharfes Gespür. Das Fell ist weich und flauschig. So muss ein Wolf sein. Natürlich. So, er hat uns zum Glück nicht gesehen, aber sie darf uns natürlich auch nicht bemerken, weil sonst fängt die an zu schreien und dann kommt er natürlich sofort wieder zurück. Aber es ging, glaube ich, sowieso, dass wir uns hier reingraben können. Ja, genau, seht mal hier. Voll geil. Wir sind jetzt einfach drin und hier liegt das Schwert. So, wenn, dann sollte Mo tunlichst mal seinen Fußboden zu Ende bohren. Du erhältst das Ordensschwert. Mo hat es als Geschenk für den Hof von Hyrule angefertigt. Wunderbar, damit sind jetzt unsere Waffen komplett. Wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig zu etwas zu gebrauchen. So, damit endet unser kleiner Exkurs. Und jetzt führe ich dich in die faszinierende Welt der Schatten. Du solltest noch einmal in den Wald gehen, in dem du in diese Gestalt verwandelt worden bist. Alles klar. So, dann ganz schnell hier raus, bevor wir noch zurückkommen. Ich finde das so cool, dass wir jetzt mit den Tieren reden können. Das ist schon ein nettes, kleines Feature. So, ich soll doch besser keinen Krach machen. So, muss ja immer noch gucken, dass ich ungesehen hier wieder aus dem Dorf rauskomme. Muss der jetzt gerade hier entlang humpeln? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so an ihm vorbeikomme. Könnte jetzt ein Problem werden, oder kann ich von hier außen? Ich weiß ja nicht, ab wann sie mich sieht. Okay, müsste so klappen. Yep. Hat mich nicht gesehen. So, dann ganz schnell wieder weg. Ganz schnell raus. Aus dem Dorf. Okay, mit den ganz kleinen Vögelchen kann ich jetzt nicht reden, aber die müssen mir nicht unbedingt immer was erzählen. Vor allem, dass sie sich nicht mal wundern, wo ich an sich bin. Ich meine, Link ist ja so gesehen für die Dorfbewohner jetzt auch nicht da, ne? Aber Hauptsache, sie machen sich Sorgen um die Kinder und was mit Link passiert, das ist denen mal wieder scheißegal. So ist das Dorf zu uns. Die werden doch nicht ernsthaft glauben, dass wir tot sind oder sowas. Das wär's ja. Haben überhaupt kein Vertrauen in uns. Warte. Komm zu meiner Quelle. Deine Erscheinung, eine dunkle Kraft. Komm zu mir. Achtung, ein Wesen der Finsternis. Ich spüre, dass es näher kommt.
tapferer Jüngling. Ich bin Latoan, einer der vier Lichtgeister, die im Auftrag der Göttinnen Hyrule mit Licht erfüllen. Dieser Dämon, den du gerade niedergerungen hast, gehört zu den Wesen der Finsternis. Sie rauben uns Lichtgeistern unsere Kraft. Schon ist alles Licht aus Hyrule gewichen, da es von den Wesen der Finsternis geraubt wurde. Die Gebiete, welche die anderen Lichtgeister schützten, sind von den Schatten bedeckt worden. Wenn niemand diese Wesen aufhält, wird bald nicht nur Hyrule, sondern die ganze Welt des Lichts von Schatten verhüllt sein. Um die Welt vor dem König der Schatten zu retten, musst du ihr das verlorene Licht zurückbringen. Und das heißt, du musst die drei Lichtgeister erretten, die in den Schatten gefangen sind. Du musst wissen, der Einzige, der dazu in der Lage ist, bist du. Dir selbst ist sie wohl noch nicht bewusst, die unglaubliche Kraft, die dir gegeben ist. Wer einmal von den Schatten berührt wurde, der verliert seine ursprüngliche Gestalt unwiderruflich. Aber wenn du dich in Tiergestalt zum Wald von Firone begibst und den Lichtgeist dort befreist, dann wird der Lichtgeist seine Macht zurückgewinnen und dir deine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können. Alter, das war einfach nur geil. Ich sage, die Cutscenes in dem Spiel sind so Hammer. Die sind so episch. Also, das war ja mal wieder... Das war so mega krass geil. Deswegen, ich liebe dieses Spiel einfach. Ich liebe es so sehr, wie ich kein anderes Zelda je geliebt habe. Und ja, jetzt sind wir ein Wolf mit Schwert und Schild auf dem Rücken und müssen tatsächlich in den Wald von Firone, der jetzt von den Schatten verschlungen worden ist. Also dann, auf geht's, es gibt kein Zurück mehr. Vor allem, der Einzige, der dazu in der Lage ist, sind wir, auch gerade. Was für ein Zufall! Pass auf, sieh es dir gut an. Der Wald von Firone, wie du ihn kennst, wurde mit Schatten überzogen, wie du siehst. Vielleicht wirst du nie mehr nach Hause zurückkehren. Willst du es trotzdem wagen? Na klar doch. Mit so etwas kämpft man also in deiner Welt? Ob man mit sowas diese Biester wohl erledigen kann? Wirklich, tut mir leid, aber dieses Zeug ist nichts für mich. Wenn du willst, kannst du es ja verwenden. Wie auch immer, ein Versprechen ist ein Versprechen, also werde ich dir helfen. Und vielleicht vertraue ich dir sogar. Dafür wirst du mir aber auch einen Gefallen tun. Ich möchte, dass du etwas für mich findest. Was? Das sage ich dir später.
Das ist aber ganz leicht. Aber was viel wichtiger ist, hörst du auch die Stimme des Lichtgeistes? Der Arme, so ganz allein im Dunkeln. Wo mag er nur sein? Will nicht wissen, was mit deiner Welt passiert, wenn wir ihn nicht schnell finden. Also los, nicht so träge, wir wollen diesen Geist schließlich finden. Das ist jetzt echt hier der Wald von Firone. Der hat sich wirklich ganz schön verändert. Aber diese Mitten, die hat echt die Ruhe weg. Macht sich um nichts wirklich Sorgen. Wir sollen sowieso die Drecksarbeit machen. Hauptsache sie darf auf uns reiten, ne? Aber dafür hilft sie uns ja mit ihren besonderen Kräften. Und die werden wir hier auch häufig brauchen. So, auf der Karte. Also auf der großen Karte. Sieht man ja schon, dass eigentlich nur das hier jetzt der Wald ist. Also bis ungefähr hier. Da würde es dann schon rausgehen auf eine große, weite Ebene. Aber da kommen wir sowieso im Moment noch nicht hin. Also im Moment werden wir uns wirklich nur in dem Gebiet hier bewegen. Und das alles Restliche, das ist auch alles noch Hyrule. Das ist so geil. Also das ist, glaube ich, wirklich, könnte man sagen, von einem 3D-Soldat das größte Hyrule überhaupt. Auch wenn natürlich die große See in Wind Waker auch nicht gerade klein ist, ist ja auch ein ziemlich großer Ozean, aber das hier ist wenigstens noch eine Landmasse, ne? Alter, wie das da aussieht. Überall steigen diese schwarzen Partikel auf, der Himmel glüht förmlich. Also, es sieht halt eben jetzt hier nicht so farbenfröhlich aus, wie man es vielleicht von anderen Zelda-Games gewohnt ist. Und es gibt halt wirklich manche Leute, denen dieser Stil nicht so sehr gefällt. Die sagen, ja, das ist irgendwie für einen Zelda viel zu dunkel und so, das mag ich nicht. Aber ich persönlich finde es einfach nur geil. Es ist einfach mal eine Abwechslung. Es muss nicht immer alles knallbunt sein. Und das beweist gerade Twilight Princess wirklich wunderbar, dass es auch anders geht. Es ist, wie ihr eben seht, ein erwachsenes, ernstes und sehr düsteres Zelda. Und gerade deswegen gefällt es mir auch so gut. Und auch von der Story her, also das mit dem Lichtgeist gerade, das war einfach wieder eine richtig geile Cutscene. Und die anderen drei, die werden wir auch noch treffen. Ja, Link macht erstmal schön Sitz. Und wisst ihr was, bevor jetzt noch irgendwas passiert, ich glaube da vorne könnte ich eventuell schon meinen nächsten Kampf triggern. Das sieht ja so verdächtig aus. Ich glaube, da kommt dann gleich was. Bleibe ich jetzt einfach mal hier. Und im nächsten Part geht es dann an der gleichen Stelle wieder weiter mit Wolflink und Midna. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!